Catherine, Princess of Wales, Prinz tritt in ihre Fußstapfen. Catherine, Princess of Wales, 41, in privater Plauderlaune, beim Empfang zu Ehren des englischen Rollstuhl-Rugby-Nationalteams am 19. Januar 2022 verrät sie Prinz Louis, 4, derzeitige große Leidenschaft. Strahlend zeigt sich Catherine am Donnerstag im Londoner Hampton Court Palace. Die Vorwürfe in Prinz Harrys, 38, kürzlich veröffentlichten Memoirensprache lächelt sie gekonnt weg. Prinz Williams, 40, Frau hat eh viel lieber Lust als Fan und Schirmherrin der Rugby Football Union über die sportlichen Vorlieben ihrer Familie zu sprechen. Auf die Frage eines Reporters, der wissen will, ob ihre Kinder wie sie an der Sportart interessiert seien, antwortet Kate laut britischer Zeitung Daily Mirror, sie alle lieben Sport und Louis ist verrückt nach Rugby. Dabei sei ihr Nachwuchs äußerst aktiv, sie sind in einem Alter, in dem sie es einfach lieben, herumzurennen und konkurrenzlustig. Jeder möchte beim Spiel gewinnen, verrät die dreifache Mutter weiter. Kein Wunder, sind ihre Söhne doch echte Raufbolde. Beim Six Nations Spiel im Februar 2022, bei dem auch Prinz George, 9, mitkommen durfte, enthüllte Catherine, dass ihr ältester Sohn sie sogar einmal getackelt, auch tief halten. Eine Spieltechnik, bei der der Gegenspieler durch ein Umgreifen mit den Armen unterhalb der Schultern aufgehalten wird, AMD rät, habe. Der zukünftige Thronfolger spielte bereits an seiner früheren Schule Thomas Battersea Rugby. In Lambrook werden nun sicherlich nicht nur er, sondern auch sein jüngerer Bruder Louis die dortige Schulmannschaft aufmischen. Über letzteren sagte Kate sogar einst, Louis ist ein Kamikaze-Kind. Wir machen uns Sorgen. Wenn er älter wird, wird er mittendrin sein. Anführungszeichen. Ein weiteres Sportgerät, auf das nicht nur ihre Kinder stehen, ist das Trampolin, Kates Fitnessgeheimnis. Worüber sie beim Empfang in London ebenfalls spricht, ich renne den Kindern hinterher, ich tue alles. Wann immer ich es schaffe, Sport zu treiben. Und ich springe sogar vor der Schule mit meinen Kindern auf dem Trampolin, sagt sie zu einem Spieler des Rugby-Nationalteams, der wissen will, ob sie ins Fitnessstudio gehen würde. Verwendete Quelle, Mirror Cook.